Moin bei kugelbahn.de. In diesem Video zeigen wir den FlexTube und wer die Tunnelerweiterung von Gravitrax kennt, der wird hier eine verblüffende Ähnlichkeit feststellen. Die Teile sehen nämlich genauso aus, bieten allerdings einen kleinen Vorteil. Sie sind drehbar und nicht so starr wie diese 180 Grad nach unten Kurve. Und wie das genau aussieht, das erfahrt ihr in diesem Video. Okay, dann packen wir den Karton einmal aus und schauen an, was uns so entgegenkommt. Das ist schon vorne auf dem Kartondeckel zu sehen, dass auch hier wie bei dem Dipper wieder vier Höhensteine mit dabei sein werden. Und auf geht die Kiste und wir werfen einen Blick hinein. Hier sind die vier Höhensteine in eine Tüte eingepackt und hier sind jede Menge kleine grüne Teile. Die Sachen müssen natürlich erst zusammengesteckt werden. Und passend dazu gibt es noch eine kleine Aufbauanleitung. Da werfe ich jetzt erstmal einen kleinen Blick rein. Und es müssen insgesamt also 16 Teile sein. Also kann man daraus, wie hier gezeigt, auch diese vier Röhren, Entschuldigung, diese vier Röhren rausbauen. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Es gibt jeweils ein Ober- und ein Unterteil, erkennbar an den Haken, die in die Schienen gehangen werden. Die müsste ich vielleicht erstmal ein bisschen sortieren, damit man auch klarkommt. Das sollte ein unteres Teil sein. Und die beiden müssten eigentlich schon mal zusammenpassen. Nein, da habe ich mich natürlich gleich vertan. Gut, dann werfe ich vielleicht doch mal einen Blick hier rein. Und die Teile, wo dieser Kranz oben dran ist, das sind die Oberteile. Und die Teile, wo dieser Kranz nicht dran ist, das sind wohl die Unterteile. Okay, also muss ich jetzt ja eigentlich nur das passende Gegenstück finden. Und das sieht schon mal ganz gut aus hier. So sieht dann das Teil zusammengesetzt aus. Okay, suchen wir uns mal die restlichen Teile. Die gehen ein wenig schwer ineinander, aber das hat natürlich einen Haltbarkeitsgrund. Sie sitzen dann aber richtig fest. So, damit sind alle acht Teile zusammengesetzt und die lassen sich verbinden, indem ich die Teile einfach ineinander stecke. So hätte ich zum Beispiel die Halten dann auch. Ich kann jetzt versuchen, die auseinander zu ziehen, was nicht funktioniert. Und ich kann sie in diesen typischen 60-Grad-Schritten drehen. Die Teile rasten dann ein wenig ein. Das gibt natürlich ein paar verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, wie ich diese FlexTubes verbauen kann. Es scheint allerdings keine Möglichkeit zu geben, die FlexTubes miteinander zu verbinden noch. Also so, dass ich jetzt diese Röhre habe und die dann noch verbinden könnte, um dann eben diese 7 Höhensteine müssen es sein, runter zu gehen. Das scheint nicht zu gehen. Aber wir probieren jetzt natürlich die FlexTubes in einer kleinen Beispielbahn aus und schauen uns an, welchen Einfluss sie auf die Kugeln haben. So,
So, die kleine Beispielbahn ist fertig. Ich habe hier die vier Flex-Tubes jetzt einfach mal provisorisch eigentlich eingebaut und zwar auch in verschiedene Richtungen, dass man diese Flexibilität auch wirklich sehen kann. Dieser erste hier nach dem Startstein, der dreht sich um 120 Grad rum, bedient diese Kurve, die Kugel läuft hier natürlich dann weiter und hier geht es einfach nur gerade aus runter, beziehungsweise dann 180 Grad Drehung, also nur geradeaus. Und der nächste Flex-Tube, der hängt auch etwas höher als diese Kurve hier. Der Schwung, mit dem die Kugel hier rauskommt, reicht aus, um sie hier 1,5 Höhensteine höher laufen zu lassen. Und der nächste Flex-Tube biegt sich dann quasi um 30 Grad und stößt dann an die Gauss-Kanone. Die schießt sie hier hoch und der letzte hier eingesetzte Flex-Tube, der agiert dann wie dieser Bergabstein aus der Tunnelerweiterung und führt sie einfach nur in diesen Bogen nach unten, um dann letztlich hier im Ziel zu landen. Und ob das auch funktioniert, das schauen wir uns natürlich an. Und ich starte jetzt die Bahn und ja, die Kugel landet im Ziel. Ja, lohnen sich die Flex-Tubes? Ich würde sagen, ja. Die Kugeln kriegen ordentlich Schwung dadurch und sie sind halt durch diese Drehungen sehr flexibel einsetzbar. Und in 30 Grad Schritten lässt sich hier das einstellen und die Teile halten auch gut ineinander, finde ich, und lösen sich auch nur an einer Stelle dieses Drehmechanismus und es ist gar nicht so leicht, die wieder auseinander zu kriegen hier. Na, eben ging es noch. Jetzt kriege ich den gerade nicht da raus. Wahrscheinlich ist da irgendein Trick 17, den ich eben hatte. Jetzt geht's etwas leichter. So, und das Einsetzen hier geht genauso einfach. Das schnippt dann so und dann kann ich die drehen und die Flex-Tube-Teile rasten alle 30 Grad hier schön ein und so kann man halt diese Verwindungen schön herstellen. Flex-Tube heißt Flex, weil sie halt so flexibel sind. Man braucht für jeden Flex-Tube immer 3,5 Höhensteine Unterschied. Also dieser Klassiker, 3 grauen Höhensteine und eine transparente Ebene obendrauf. Das wäre der ideale Einsatzbereich für diesen Flex-Tube. Schön wäre es gewesen, wenn noch ein gerades Teil mit dabei gewesen wäre, sodass man diese hätte verlängern können und somit noch mehr Variationen hätte. Rein vom technischen System her wäre das ja durchaus möglich gewesen. Finde ich ein bisschen schade, dass da keine geraden Teile mit bei sind. Ebenfalls wünschenswert wäre gewesen, klar, hier wird es dann von der Umsetzung ein bisschen problematisch, wenn man auch zwei Flex-Tubes direkt miteinander hätte verbinden können. Natürlich ist das ein bisschen schwierig von der Konstruktion her, aber das wäre cool gewesen. So braucht man auf jeden Fall zwischen zwei Flex-Tubes immer noch einen Baustein dabei. Okay, dann ein letzter Hinweis noch. Aufgrund des Platzbedarfs, diesen Bergabtunnel aus der Tunnelerweiterung, den kennen wir ja schon. Und der Flex-Tube in dieser Bauform hat ja die gleiche Funktion, braucht allerdings für die gleiche Funktion deutlich mehr Platz. Und sieht man hier im Vergleich gut, wenn man den Flex-Tube so einsetzen will, wie dieser Bergabtunnel gedacht ist, dann müsst ihr deutlich mehr Platz haben, was an manchen Bauabschnitten schon zum Problem werden kann. Darum würde ich dafür weiterhin diesen ganz normalen Bergabtunnel empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert kugelbahn.de und aktiviert am besten auch gleich das Bimmelbammel-Glöckchen, denn dann erfahrt ihr, wenn es hier das Video zur ebenfalls neuen Erweiterung, den Balls & Spinner, gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.